Morgen, Freunde, willkommen im nächsten Vlog von Bali. Ich bin gerade auf dem Weg zu einem mega coolen Beach Club, also bleibt gerne dabei. Thank you so much. Have a nice day. Bye. And Balinese is brother. Sorry about this traffic in Bali. Yeah, sorry for the traffic in Bali. Yeah, no. Also, yeah, maybe the tourists might be heard about this situation. Might be heard about the traffic. It's a very, very big problem in Bali. Yeah. But it's okay, I have time. Oh, thank you so much. Freunde, ich habe noch gar nicht erzählt, wo ich hingefahren bin. Und zwar habe ich mich gestern Abend sehr spontan für eine Cooking Class entschieden, so einen Kochkurs. Ich mag gerne kochen, bin sehr gespannt, was mich erwartet. Jetzt warte ich hier auf mein Shuttle. Von hier aus, von Ubud Zentrum, fährt man noch irgendwie 45 Minuten, habe ich mir sagen lassen. Hi. Welcome to the jungle. Right, we're gonna have a sit there, but before we go there, if anyone needs to go to the jungle. Most of people say like crunchy pineapple. Mm-hmm. Oh, just very nice. Pineapple, that's a good way to describe it. And small one. This is we call longan. It's like leafy. Yeah, you have to feel like it size exactly. So let's try it. Hello. Avocado leaf. So we boil the avocado leaf, ginger, lemongrass, and avocado leaf. And then the dark color that we get from the avocado leaf. The flavor, yes, the flavor we get more different. So now guys, I want you to enjoy Arabica, and also we grow Robusta. This is the Robusta, and also the one with the white flower. Yeah. If you're getting like tom yum soup, it always go with this like one slice of big galangal. So this is the plant look like?
What do you use here? The root? We're gonna use for curry paste. What is this? Sorry? It is a month when you started like grow the seed there. Seeding. 1 month you can start eating the babies. Yep. Oh, it's a very fast process. Yeah, and this looks leaf, it looks similar. We here using this a lot for fried rice. Fried noodle, you know, just put it inside. So you can also pick 6 leaves like this. Yes. 6 per basket. Palm tree, yes. So this one, it's the palm sugar tree. Yeah, like the one, did you try the sugar on the table? Mm-hmm. That we get from the tree. Yeah. I come in the jungle, right? So. Wow. The tree coming from? This can grow really well here. That's a cinnamon bowl. Yeah, it's not only one tree we have. There are the big tree of cinnamon. Down there, it's more than like 150 trees grow wild. Wow. When you see the red leaves on that tree, there's cinnamon. Okay, that's the smoke. How many do we need? Two whole per thing. Basket, yes. So one per each. Das sind Papayas. Ich habe erfahren, dass die hier wie bei uns wie die Äpfel wachsen. Und Äpfel sind hier sehr exotisch für die. Also nächstes Mal bringe ich Äpfel mit. Lemongrass, Freunde. Oh, sorry. Smell it. Ah, good. It smells really good. Yeah, you can keep one for each. So fresh. Offering. If you see offering with the chocolate leaf on the top, this is basically for using that for. This is pandan. Later, we're gonna use some for dessert. Yeah, we were making black rice pudding. Oh yeah. Yeah. A little bit fuller. That is the, what do you call? Cinnamon. Mm-hmm. Yeah, like the one we produce here. And which one is cardamom? Cardamom is this. Oh, yeah. Smells good. Yes. Cinnamon, and also, yeah, this is the cacao chocolate. Yeah. And do you know the plan of vanilla? No. This frische one. Vanilla. Oh, really? Yeah, this one. This is vanilla bomb. Yeah, vanilla is still family with orchids. That's why you leave, you can see it's like it's look exactly same. So, and this one are not our native plant too, guys. So, this is vanilla bomb. Like fingers. Yeah. You are a profi. Oh, it smells so good. Wir machen gerade Gadu-Gadu ist der Name of, ja? Yes. Okay. Gadu-Gadu. Oh, we've lied. No worries. Okay. So now you can put the rest of vegetable into the bowl. Yes. The green one here. Yes. We are cooked, guys. Oh yeah, now one of you, I need you add the rest of the vegetable into the boiling water. Yes. Chicken. Yeah. Wow. Nice. Bereit für zweite Runde. Hier wird die Basis für das frische Curry gemacht und wir sind schon bereit für zweite Runde für das Hauptgang. Wir gucken hier vegetarisch und da gibt es Gerichte mit Fleisch. Das sind ja die anderen, sorry. Some bumbu. How was your food? Nice. Yeah? Yes, how about you?
For curry. For mangoes. Yeah. Or curry and rice. Yes. So we're gonna make bubur Indian or black rice pudding. Bubur is mean our traditional porridge, and Indian is mean black rice. Yes. No, no, no. What is it? Oh, is that tuna? Yeah. Halanggal? This one? Yep. There's the carrot. Are you okay? After 5 seconds, you will feel like strong. So that's kurkuma. Kurkuma. Mm-hmm. Ginger. This one? And this is the white ginger. Okay. Yeah, the big one is the galangal, like I tell. So now we're gonna boil it. So when the water is boiling, I will add the chicken. And also the curry you can mix. Guten Appetit! Das, liebe Freunde, schwarzer Reis habe ich schon gestern gegessen mit Milch. Kokosmilch natürlich. Six per basket. What are you making, guys? What are you making? Okay. Hello. Making sari. Enjoy. Oh Leute, was war das für ein toller Abend? Und ich hatte noch so Gedanken gehabt, ob ich das Richtige mache, ist mir doch nicht die Zeit zu schade für, um mal ein bisschen kochen zu lernen, weil eigentlich kann ich ja gut kochen, aber es geht ja tatsächlich darum, mal was Neues auszuprobieren und auch mal so eine Gruppendynamik erleben, mal in fremden Land mit ganz fremden Menschen aus diversen Ländern zu kommunizieren, sich zu treffen, kennenlernen, und das hat so Spaß gemacht. Ich habe so tolle Leute kennengelernt aus Australien, aus Italien, aus Singapur, London. Wow, war das toll. Ich bin richtig glücklich. Und es war auch total interessant, auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Ich habe es mir schon so ein bisschen gedacht, gerade nach meinem gestrigen Ausflug mit dem Guide, dass die hier auch schon mal alleine wegen der Kultur die Frauen so ein bisschen zu Hause lassen. Aber ich würde nicht sagen, dass die Frauen hier weniger Rechte oder schlechteres Leben haben, sondern die haben eher so diese typische Rollen. Die Männer gehen arbeiten, die Frauen kümmern sich um die und ja, verpflegen die mit Frühstück, Mittagessen. Und zum Beispiel auch die Jungs von der Cooking Class, die schneiden Obst, Gemüse wie die Küchenmeister und kochen damit uns, als wäre das deren Beruf. Naja, ist ja eigentlich ja auch, ne? Aber die kochen zu Hause nicht. Das machen dann die Frauen oder halt die Muttis. Und ja, die gehen dann aber dafür arbeiten, ne? War schon sehr, sehr interessant.
Wenn ihr also auf Bali seid und hier in Ubud und Lust habt, mal einen Abend mit fremden Menschen zu verbringen, mal ein bisschen kochen lernen und das Ganze in so einer tollen Atmosphäre, dann verlinke ich euch gerne auch mal die Schule. Ich habe die über Get Your Guide gefunden und auch so gebucht. Es gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten oder vielleicht könnt ihr direkt schreiben via Instagram. Dann wird es vielleicht günstiger. Und es war so eine tolle Erfahrung. Und es ist gerade 10:30 und ich bin mit dem Roller durch die City gedüst. Und also ich habe mich fallen lassen, ich fahre hier nicht selber. Und ich war schon so gespannt, wie Ubud auch nachts mal ist. Es ist auf jeden Fall weniger Verkehr und ich hatte, glaube ich, die beste Fahrt, die ich hier hatte, weil es war halt weniger los. Und der Fahrer war sehr nett, der hatte so eine gute Energy und wir sind da einfach in so einem leichten Regen gedüst mit Sternehimmel, war so schön, oh mein Gott, ey, toll. Also, ja, schön ist es aber bis jetzt, als ich hier reingekommen bin, weil, liebe Freunde, erstmal ist Chaos hier. Ich muss packen, morgen geht es für mich weiter. Morgen habe ich eine richtig, richtig lange Fahrt vor mir, aber bevor ich die Fahrt starte, erwartet mich noch was. Ich habe euch gesagt, dass das Abenteuer jetzt startet und ich muss dafür um spätestens 13:30 aufstehen, weil um 14:30 werde ich abgeholt. Also liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Also kommt gerne hier vorbei, abonniert auch mal gerne den Kanal, ne, installiert die Glocke, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Ich würde mich super freuen und seid gespannt, was mich morgen hier oder heute Nacht erwartet. Bis dann.